Moin. So, einen Moment. Moin. Ich muss mein Handy auf lautlos stellen, damit ich sehe, wenn die Internetverbindung weghaut. Und ich werde jetzt versuchen, heute den Autofokus nochmal auszuprobieren an der neuen Kamera. Heute möchte ich zwei Sachen machen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich, dass das Video heute wirklich kürzer wird, da ich heute noch länger geschlafen habe, noch gemütlich in der Wanne bin, habe ich jetzt später gestartet. Worum das heute geht, ist einmal, dass ich euch hier diese Resist-Technik zeige. Da werde ich gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Dafür braucht ihr eigentlich vor allem hier Vaseline. Wenn das mit dem Autofokus zu sehr nerven wird, hallo Maike, schön, dass du mit dabei bist. Falls das zu sehr nervt, dann schalte ich zwischendurch kurz um, aber ich will das mal testen. Die neue Kamera habe ich ja noch neu. Und da ist auch gleich ein Spartipp, weil es gibt da noch so ein teureres Produkt. Und ich habe mir jetzt neue Scheren gekauft. Die hier sieht ziemlich aus, wie die ich schon habe. Ich befürchte, dass die hier sogar vom gleichen Hersteller sind. Sehen ziemlich ähnlich aus und gespannt bin ich hier auf die Schere. Und ich werde da jetzt erstmal gleich was abstempeln, was ich nachher ausschneiden will. So, da muss nämlich die Stempelfarbe bei den Versafeinkissen immer so ein bisschen trocknen. Ich glaube, das hier ist gut zum Härtetest. Seht ihr das? Diese nachher, wenn ich ausschneide, ich glaube, das wackelt hier zu sehr mit dem Autofokus. Einen Moment, ich stelle das jetzt mal um. So. Gucken wir mal. So. Der Autofokus, das ist mir zu wackelig. Ich hoffe, das ist jetzt scharf genug. Ich glaube, sonst gucke ich noch mal, ob ich da ein bisschen noch was rausgekitzelt kriege. Ich glaube, das sollte gehen. Okay. Hi, Gisu, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und zwar seht ihr hier diese Zacken. Genau, was ich brauche, ist eine Schere für richtig, entschuldigt die Ausdrucksweise, bitchige kleine Teile. So, dann stempel ich mir das mal ab, damit ihr auch seht, worüber ich überhaupt rede. So, das ist... Ich will sowas, wirklich solche zackigen Sachen, kleine Sachen. Und das ist mit meiner bisherigen Schere, die zeige ich euch auch, schwierig. Und ich befürchte auch, dass die nicht fein genug sein werden. Das hier ist ein Stempelmännchen. Und der hier geht ja noch. Aber dann gucken wir mal hier rein. Hier haben wir einen auf der Tasse, das geht sogar noch. Und was ich gerne möchte ist, habe ich mir das falsche Stempelkissen? Nein, das ist das Richtige. Was ich möchte, dass ich besser stempeln kann. Das ist ja hier ein Elend. Das ist ein Elend. So. Und ihr seht hier, ja, das hier ist auch. Seht ihr hier diese Beinchen mit den Rollschuhen? Sowas will ich ausschneiden. Also wenn ich nachher die Scheren teste, werde ich euch auch noch näher ranholen. Und darüber spreche ich, da kommt meine Schere wirklich ans Limit. Ja,
Also eigentlich wäre perfekt hier noch. So, sonst erzähle ich euch mal, falls ihr die noch nicht kennt. Hi! Das ist ja schön. Kreativ-Manufaktur-Club. Ehrlich, schön, dass du mit dabei bist. Ja, die sind fummelig. Also ich stempel die jetzt auch erstmal ab, damit ich zeigen kann. Also wenn, ich bezweifle, dass die das schaffen. Das heißt, wenn jemand einen sachdienlichen Hinweis hat, am besten mit einem Link, wo man die Schere bestellen kann. Ah, hier. Den kleinen Schalter hier. Und also ich mache zweimal im Jahr, macht eine Stempelfreundin von mir einen Swap mit Stempelmännchen. Und ich muss sagen, das ist so eine kleine Hassliebe. Eigentlich finde ich das total schwer. Und ich suche jetzt hier gerade noch einen raus. Und diese Stempelmännchen gab es halt immer, wenn man bei HeinDesign bestellt hat. Und sie macht da halt zweimal im Jahr einen Swap, wo ich auch eigentlich, ich glaube, die letzten Jahre immer mitgemacht habe. Okay, ich finde das, den wir jetzt gerade nicht. Dann nehmen wir einfach mal die Pflanze, die passt auch ganz gut. Und das heißt, ich weiß, dass es geht, dass man diese kleinen Scheißerchen, dass man die ausgeschnitten kriegt, weil eine Stempelfreundin von mir, ich habe eine Beweis-ATC. Ach, jetzt fehlt mir hier, dann nehme ich den großen Block. Ich habe eine Beweis-ATC, dass die das schafft. Und dann habe ich sie natürlich auch gefragt. Oh ja, Regina, das wäre cool. Ich habe ja diesen Fingerschneider mir gekauft. Das ist so eine kleine bewegliche Klinge. Ah, ja. Das war jetzt nicht so schlau. So. So. Und die sind ja wirklich, ihr seht, die sind wirklich klein. Darüber rede ich. Darüber rede ich, dass ich dafür eine Schere brauche, damit ich das ausgeschnitten kriege. Und ich habe mich jetzt ja verführen lassen. Also ich brauchte ja Tonpapier und ihr hattet ja gesagt, dass hier dieser, gestern kam die Bestellung der VBF-Kleber, so tolle. Ich bin gespannt, dass der so gut ist. Ja, und jetzt seht ihr auch, warum mein Tag and Peel sonst so voll geklärt ist. Dann packe ich die schon mal beiseite. Nein, und solche Fitze-Teile möchte ich halt auch schneiden. Also es ist bei mir halt, ich bin nicht, also es gibt ja Leute, die können maskieren wie junge Götter. Aber selbst wenn ich das hier Ganze maskieren will und ich sage, ich schneide das aus. So, Leute, ich muss das aber noch mal einmal kurz tolerieren. Dann ist es so, na komm her, dann ist es so, dass ich dass ich jetzt auch, wenn ich eine Maske ausschneide,
um das Ganze zu maskieren. Dann muss ich das Ganze ja auch ausschneiden. Bei dem hier, wenn ich das hinkriege, dann kann ich das ja einfach so. So, jetzt. Nee, also ich mit das machen ja viele, dass sie den Rand mit ausschneiden. Und ich muss sagen, ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Also es ist, nein, nicht falsch verstehen. Wenn ich eine Karte kriege und da hat jemand das, es gibt ja auch Substanzteile, das ist nicht die Art, wie ich arbeiten möchte. Und dann stört mich das halt. Wenn ich hier einen Rand hätte bei den Teilen, obwohl der hier geht sogar noch, der obere geht sogar. So, ich mache das jetzt, wie gesagt, nur jetzt ganz kurz. Dann kann ich das nämlich beiseite legen zum Trocknen. Und dann können wir uns auf die Resist-Technik da stürzen. Dann kann ich euch ja schon mal was zur Resist-Technik erzählen. Also, es gibt, was ihr braucht dafür, ist Vaseline. Und es, also ich weiß, Butni ist so ein Hamburger oder norddeutsches Ding. Im Drucker Rima kriegt ihr ja Vaseline. Und es ist sogar besser, wenn ihr Vaseline habt, die ein bisschen fester ist in der Konsistenz. Ich habe mich da mit Leuten unterhalten, die haben mir gesagt, es gibt noch welche, die fester ist. Und es gibt halt von Tim Holtz dieses Produkt. Das ist Distress Micro Glaze. Und für dieses Pöttchen, glaube ich, habe ich 10 Euro gezahlt. Ne? Hierfür habe ich 1,30 Euro gezahlt. Und im Grunde genommen, wenn wir es darauf runterbrechen, ist beides das gleiche Produkt. Also das ist im Grunde auch so eine Art von Vaseline. Nur, dass dann Onkel Tim seinen Namen hier drauf hat, dass ihr weniger kriegt, mehr zahlt und sagt, oh, ich habe jetzt ein Tim Holtz Produkt. Und das, da könnt ihr halt wirklich, also Vaseline reicht wirklich. Ich habe da ein Vergleichsvideo gemacht, das ist ein bisschen älter, dass der Ton halt ein bisschen madig und ich glaube, die Bildqualität auch ein bisschen. Deswegen mache ich das jetzt nochmal auf Wunsch. So. Nee, wenn das hier nämlich mit Ausschneiden klappt, deswegen koloriere ich das auch gleich, ist es nämlich so, ich habe da schon ATCs, wo der Hintergrund schon fertig ist, wo ich gerne noch Stempelmännchen draufkleben würde. Und so, das muss jetzt ja einen Tick trocknen. So. Das heißt, das Grüne muss ich zwischendurch kolorieren. Deswegen hatte ich, glaube ich, auch so ein bisschen Bauchschmerzen hier mit diesem Video, dass ich das hier machen will. Weil da weiß ich, ich muss zwischendurch wirklich trocknen lassen. So, deswegen habe ich gesagt, ich mache so ein Kombi-Video. So, dann kommen wir jetzt. Hallo, Niki Fox, schön, dass du mit dabei bist. Nee, hi Meise, du bist nicht zu spät. Ich bin heute spät, weil ich noch schön in der Wanne lag. Und dann hatte ich gesagt, vielleicht schaffe ich auch ein kürzeres Video. Das heißt, das lasse ich kurz trocknen. Und dann kann ich hier ja schon mal was vorbereiten. Also, ihr braucht Vaseline. Ich nehme hier so ein Blending-Tool-Schwämmchen.
Ich habe das jetzt nicht ausprobiert, beziehungsweise ich würde sagen, wir probieren das heute einfach mal aus. Ich gehe mal kurz rüber und hole mir noch ein normales Schwämmchen. So ein feines Schwämmchen, damit probiere ich das heute dann auch mal aus, damit ihr jetzt nicht sagt, oh Gott, Vaseline kriegt man ja leicht. Ihr müsst euch so ein Blending-Tool holen. So, das heißt, das braucht ihr. Was ihr noch braucht, ist Papier. Ich nehme jetzt hier, ich habe hier Multimedia-Papier, das ist Multimedia-Papier. Für die Neugierigen, das ist von Paint On Multitechnics. Und ich habe hier ein madiges Aquarellpapier mir zugeschnitten. Ich habe jetzt hier 8 Stück vorbereitet. Ich habe die mir schon als Kartenaufleger zugeschnitten. Das heißt, dann brauche ich hier, stimmt, meine Pinzette. Und damit ihr auch seht, was ich mache, nehmen wir hier mal, arbeite ich heute auf dem Bereich. Das ist ein bisschen ungewohnt, deswegen ist die Kamerastellung auch anders. Weil, wenn ich das auf der dunklen Platte mache, seht ihr das nicht. So, was wir noch brauchen, sind flüssige Farben. Hi, Hannelore. Und zwar ist es so, Tim Holz macht diese Technik mit Sprays. Ich hasse Sprays. Also wenn ihr sagt, ihr habt Sprays, dann könnt ihr das auch machen mit Sprays. Ich habe mir überlegt, ich mache das, habe mir eine Alternative überlegt. Ich habe hier Brushes. Das sind ja, sind wasserlösliche Farbpigmente. Das hatte ich ja auch gestern gezeigt, mit der Geli Plate. Brusho ist wie, wenn ich sage, gib mir mal ein Tempo rüber. Das ist die Markenname. Es gibt die von verschiedenen Firmen. Und das Schöne an diesen ist halt, die sind natürlich total farbintensiv. Das heißt, ich habe wahrscheinlich auch nachher bunte Finger. Dann gibt es ja, ich weiß, in den Stempelszenen, mir wurde gesagt von den Profi-Stemplern, eigentlich kaufen die immer hier Nachfüller. Stempelkissen-Nachfüller. Ich habe festgestellt, ich brauche da gar nicht so viel von ihnen. Da ist voll viel drin, also benutze ich, die werde ich auch benutzen an Farbe. Ihr könnt natürlich auch gucken, wenn ihr einen Aquarellkasten habt, dass ihr das simuliert, indem ihr jetzt Aquarellfarbe nimmt. Wie gesagt, wenn ihr Sprays habt, so, und was ich natürlich auch noch brauche, sind Stencils. So, ich suche mir jetzt mal was raus. Den hier mag ich total gerne. Also mein Dilemma ist, ich möchte das Ganze ein bisschen antrocknen lassen. Das heißt, während das nachher antrocknet, oh ja, das können wir auch. Ich suche mir jetzt mal welche mit so einfachen Strukturen raus. Während das ein bisschen antrocknet, werde ich dann nämlich die Scheren testen. Das heißt, damit ihr der Farbe nicht beim Trocknen zugucken müsst. Ach, der ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Zuerst fand ich das Ding gar nicht so gut. So. Dann brauche ich mein Küchentuch.
Entschuldigung. So. Weil ich das hier gleich. Also, im Prinzip, wir fangen, denk mal, ich fange jetzt an mit dem Blending-Tool. Das heißt, das Blending-Tool ist natürlich eingesaut. Ihr werdet das nur noch für diese Resist-Technik benutzen können. Hallo, Anna, hey! So, ich suche mir jetzt hier so ein Stencil drauf. Ich nehme jetzt erstmal das hier. Dann gebe ich was von der Vaseline drauf. Und wichtig ist, die einzumassieren. Ich kann euch auch noch mal das Produkt von Tim Holtz zeigen. Das sieht im Prinzip, ich schmiert so ein bisschen, es ist nur ein Tick fester. Deswegen, wenn ihr eine Vaseline habt, meine ist ein bisschen weicher, die fester ist, dann kann ich euch jetzt aber keine Marke nennen, ist das sogar besser und dann kommt ihr da näher dran. Ich weiß auch, dass viel, also einige Stempler, die versiegeln auch ihre Karten mit Vaseline. Ich habe das mal ausprobiert. Ich fand das für mich nicht so schick. Danke, Heimeise. So. Dann ist das Ganze liebevoll einmassiert. Und dann gehe ich hier einfach nur rüber. Ich hoffe, dass ihr das seht. Ansonsten seht ihr das gleich, wenn ich mit Farbe rübergehe. So. Nein, ihr seht es natürlich nicht. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass in dem Bereich die Vaseline ist. Das gibt jetzt die Kameratechnik nicht her. Und da wäre mir das, so, da würde ich, wäre es mir aber am liebsten, dass ich hier den gleich den zweiten mache mit dem Schwämmchen. Ich klicke mir das mal hin. Ja, das wäre natürlich eine Idee, dass man das ausprobiert, ob das im Kühlschrank fester wird. Also ich weiß es halt nur, dass eine Freundin meinte, die hat festere Vaseline. So, und jetzt gucke ich einfach, ob das mit dem Schwämmchen auch klappt, weil ich bin eigentlich von diesen Blending-Tools inzwischen relativ weg von, muss ich sagen, dass ich lieber meine Bürsten benutze. Das Blending-Tool nehme ich höchstens, wenn ich irgendwelche Ränder feiner machen will. So. Gut, das Schwämmchen, wenn ich jetzt sage, ich will das jetzt ein bisschen feiner haben, kann ich natürlich auch ein bisschen feiner, kleiner zuschneiden. Feiner zuschneiden. Ich dachte, ich habe heute ein bisschen mehr Schlaf gekriegt. So. Und es ist auch so, ich gehe nicht über die komplette Fläche, sondern über Teilbereiche. Und ich würde sagen, das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Ich muss hier mal so. Und das war jetzt Schritt Nummer 1. Und dann würde ich sagen, ich zeige das. Ach, das wird jetzt eine schöne Sauerei. Was ihr auch braucht, bereithalten solltet, ist eure Sprühflasche. Da ich ja nicht mit Sprays arbeite. So. Dann fangen wir mal hier an. Und zwar möchte ich möchte das Grün nehmen, weil ich werde das Ganze trocknen lassen und dann möchte ich euch auch zeigen, wie das aussieht, wenn ihr eine zweite Schicht drüber macht. Und dann muss ich natürlich schon taktisch denken, dass meine erste Farbschicht ein bisschen heller wird. So, sonst erzähle ich das nochmal zu den Brushes, also diesen Pigmenten. Wie ihr seht, das ist so ein Pulver. Da habe ich schon,
Also im Grunde genommen, erstmal zahlt nicht mehr 2 Euro für ein so ein Pöttchen. Dann, das hält ewig. Das ist jetzt nur relativ leer, weil eine Freundin von mir habe ich was abgegeben. Da habe ich gesagt, komm, kannst ein bisschen abhaben, weil das ist wirklich was, das hält lange. Ich arbeite eigentlich gar nicht so viel mit denen. Aber hier für die Technik finde ich die halt toll. Oder wenn ich irgendwas einfärben will, was so richtig knackig ist. So. Dann verflüssige ich mir das. Wichtig ist, dass die Farbe flüssig ist. Wie gesagt, für die Leute, die gerne Sprays benutzen oder haben, dann könnt ihr das einfach einsprayen. Ich nehme jetzt einfach halber, nehme ich hier mal nur eine Farbe. Ich hole mal eine meiner Trocknungspappen raus. So, und jetzt ist es so, sehe ich, okay, ich hätte die Vaseline. Es ist auch immer bei allen Techniken, ich habe das lange nicht mehr gemacht, dass ich mich da wieder eingrooven muss. Ich habe da jetzt auch vorher nicht geübt. So, ihr seht, dass hier ja teilweise noch Farbe drauf ist. Und dann könnt ihr entscheiden und sagen, hey, ich finde das mit den Flecken toll. Ihr könnt auch sagen, nein, ich will den Bereich sauber haben. Dann tupft ihr die Farbe einfach weg. Ich finde das aber so ganz schick. Ich lasse das jetzt so. Ihr könnt natürlich auch sagen, ihr nehmt zwei Farben. Und ich gucke jetzt so. Und normalerweise würde ich jetzt, ich will euch jetzt aber gleich die andere Methode zeigen, die andere Farbe mit den Nachfüllern zeigen. Deswegen wische ich die weg. Normalerweise würde ich jetzt die Farbe nutzen, um jetzt noch einen zweiten und dritten da durchzuziehen. Ihr könnt auch, ihr wisst ja immer, viele Wege führen nach Rom. Das Ganze muss jetzt erstmal trocknen. So, und ich finde immer, Farbe, die Luft trocknet, trocknet anders als Farben, die ich föhne. Nee, also ich gucke jetzt erstmal die Fragen aus dem Chat. Also es ist wirklich so, die Vaseline trocknet. Man kann auch, wenn man das jetzt schneller arbeiten will. Ich habe da aber einen Hintergedanken. Also sonst zeige ich das nochmal. Also wenn man das beschleunigen will, dann kann man hier auch rübergehen mit dem Embossing-Föhn. Und dann sieht man richtig, also jetzt im Video wahrscheinlich dann nicht, wie diese Vaseline sich verflüssigt und ins Papier zieht. Das heißt, wenn die Vaseline ins Papier gezogen ist, dann ist diese Resistfähigkeit von der Vaseline auch weg. Und man kann da auch ohne Probleme hier rüberstempeln. Ich glaube, das sieht man da an meinem Muster schlecht. Also ihr könnt da rüberstempeln. Und das bleibt nicht so. Wie gesagt, es gibt auch einige Stempler, die darauf schwören, ihre Sachen mit Vaseline halt zu versiegeln. Ja, also Tim Holtz sagt halt, also das Microglaze ist das gleiche wie Vaseline im Grunde. Der sagt, dann kommen die Farben glänzend raus. Ich habe es ausprobiert, es hat mir halt nicht gefallen. Hallo, Katela. Hallo, Edeltraut. Ja, Regina, wenn du Sprays magst, dann nimm Sprays. Also es ist halt wirklich so, ich mag keine Sprays, habe mir diese Alternative überlegt. Mit Sprays ist es, glaube ich, sogar noch ein Tick einfacher. So, dann hatte ich jetzt ja die Variante, die ich mit dem Schwämmchen gemacht habe. Ich war, also, wenn ihr diese Technik. Also hier seht ihr da, wie ihr seht, seht ihr nichts. Also ich kann aber mit dem bloßen Auge sehen, wo Vaseline ist, dass das halt hier so ein Bereich ist. Ich wollte auch bewusst nicht ganz flächig machen, weil ich möchte gerne einen zweiten Durchgang machen.
wenn das getrocknet ist. Und da ist es auch so, dass wenn ich die Vaseline stehen lasse, die Resist, das bleibt ja dann noch ein bisschen. Wenn ich es aber geföhnt habe, ist es ja komplett weg. Und natürlich muss man halt flüssige Farbe nehmen. Weil man, wenn ich hier rüber wische, dann würde ich die Vaseline natürlich verwischen. So, dann gucken wir mal. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, da ist so viel in den Nachfüllern drin, dass man das auch für andere Zwecke nehmen kann. Ich habe das bei meinen großen Distress Oxides sogar, bei den Stempelkissen, dass die so, also wenn die dann alle sind, sind die auch so kaputt, dass ich mir eh neue Stempelkissen kaufen muss, weil der Nachfüller gar nicht mehr hilft. Das hat Tim Holz auch im Video gesagt. Irgendwann sind die Kissen so runtergerockt, dass die gar nicht mehr die Nachfüllfarbe aufnehmen. Und da dachte ich, ja, supi. Was mache ich denn dann mit dem Nachfüller? So, und diese Distress Inks sind ja auch total farbintensiv, wie ihr seht. Und auch hier, ich lasse das jetzt einfach so, wie das ist. Leg das hier drauf. Und das Einzige wirklich ist, worauf wir noch, also das sind halt Erfahrungswerte, dass ihr wirklich Multimedia-Papier nehmt, dass ihr oder madiges Aquarellpapier. Ich habe zum Beispiel jetzt ja sehr viel Aquarellpapier ausprobiert. Und da sind welche dabei, da lässt sich das nicht geschmeidig kolorieren. Und das ist natürlich ärgerlich, aber ich schmeiße das Papier nicht weg. Ich kann es ja nicht zurückgeben. Also kann ich das auch für solche Geschichten dann aufbrauchen. Weil mir ist ja auch bewusst, wenn ich Papier zum Testen kaufe, es kann auch ein Reinfall sein. Also Resist heißt ja eigentlich nur, was heißt das jetzt? Jetzt versuche ich klug zu scheißen. Naja, es ist ja eigentlich nur, dass es wasserabweisend quasi ist, farbabweisend. Und also musst du ausprobieren, ob Kokosfett Fett auch funktioniert. Also theoretisch müsste das ja eigentlich auch gehen, weil dann ja ein Fettfilm drauf ist. Ich habe sowas nur nicht zu Hause. Und mal gucken. So, und ihr könnt natürlich auch ein bisschen gucken, wenn ihr natürlich sagt, ich will das jetzt richtig deckender haben, dass ihr guckt. Aber ich glaube, ich will hier noch einen anderen Stencil haben. Ich weiß nicht, der hier. Dass ihr guckt, dass ihr das dicker macht. Also wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen ungünstig, dass man das wirklich jetzt, ach, nämlich das hier nicht so lang schnacken. So, und dann muss ich hier natürlich auch aufpassen, dass ich hier, wie gesagt,
wichtig ist, die Vaseline halt rein zu massieren. Im Grunde das gleiche Prinzip, wie wenn ihr, wenn ihr mit einem Schwämmchen arbeitet und ein Stencil und Acrylfarbe. Da kennen wir das ja auch schon, dass man die Farbe rein massiert. Dann werde ich ja schon richtig neidisch. Ich kriege hier keine Massagen. So, mal gucken. Das war jetzt, glaube ich, nicht so geschickt. Aber ich habe hier insgesamt 8 Blatt vorbereitet. Ich kann natürlich hier dann auch sagen, ich glaube, ich habe das auch falsch rumgelegt. Ich mache die eine Seite so. Wie gesagt, im Anschluss nach dem Scherentest werde ich gucken, dass wir dann nämlich eine zweite Fläche drüber geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will das so lassen, dann kann ich auch eine dunklere Farbe wählen. Wenn ich allerdings sage, ich möchte jetzt mit einer zweiten Farbe rübergehen, achtet einfach drauf, dass die zweite Farbe, also dass die erste Farbe halt heller ist, die zweite dunkler. Und wir können das ja auch gleich mal gucken. Na, ihr könnt das ja auch zweifarbig machen. Und auch hier geht einfach ausprobieren. Also ich glaube, also wie gesagt, ihr könnt das ja auch mit so einem Schwämmchen, Vaseline. Ich bin ja auch so jemand, der dann denkt, so ja, eigentlich, man hat doch sowas zu Hause. Nee, Vaseline nicht, aber so die Papiergeschichten. So, und dann kann ich hier mal gucken, dass ich das vielleicht ein bisschen dicker. Ja, und dann geht ihr einfach so drüber. Ich habe mich jetzt halt, wie gesagt, entschieden, dass ich das gleich in der Größe von Kartenauflegern mache. So, ich glaube, den vierten hätte ich ganz gerne nochmal. Ja, genau, das, dann mache ich das so. Ja, seht ihr, und jetzt bin ich hier so gerade mit Reden machen beschäftigt, da habe ich das gar nicht massiert. Also das heißt, er inkludiert jetzt auch nicht das Universum, wenn ihr das nicht vorher in kreisenden Bewegungen einmassiert. Moin, Graphic Things. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, ich finde, weil mein Mann hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich ja so diese leichte Papiersucht entwickelt habe. Weil er hat sich Sorgen gemacht, ja, was machst du denn mit dem Papier, was nichts ist? Na, ich gesagt, das kriege ich hier verarbeitet. Gilly Plate, nassere Techniken. Also bei meinem hohen Papierverbrauch, glaube ich, das ist kein Problem. So, dann der Tisch ist mal wieder ein bisschen zu klein. Orange hätte ich da gerne. Dann möchte ich Calf Pumpkin haben. So, und wie gesagt, ich denke mal, ihr könnt auch euren Aquarellkasten nehmen, das anlösen, draufgeben und drüber durchziehen. Oder was ihr natürlich auch machen könnt. Die Schätzchen hätte ich jetzt ja fast vergessen. Von Ecoline gibt es ja auch solche flüssigen Farben. Und ich
Die kann man benutzen und es gibt ja auch von Action diese flüssigen Farben. Die laufen ja unter, falls ihr euch die geholt habt, Liquid Watercolor. Also ich persönlich mag die nicht so gerne, weil ich die Farbtöne nicht so gerne mag. Von denen von Action. Ja. Aber ich wollte jetzt das da ausprobieren. Dass wir das hier mal ein bisschen zweifarbig machen. Ja, das wird, da bin ich gespannt, Regina, ob das mit Kokosfett, aber ich glaube, das müsste auch gehen. Hallo, Wonni! Ja, es ist Heimat, also es ist, ja, wie im Grunde, du maskierst das Papier. Und was ich daran auch attraktiv finde, weil normalerweise, dass du dann halt auch die ja, ich mach das, bei dem kann ich das ja. Normalerweise hätte ich ja hier die Kreise, die ich auftrage, aber so habe ich das dann halt umgekehrt, dass ich die Kreise ausspare, dass ich das dann halt auch andersrum benutzen kann. Also ich weiß halt nur, dass das jetzt mit der, ich denke mal, das wird auch oder immer ausprobieren. Das wird vermutlich auch mit anderen Stempelfarben, also Nachfüllern funktionieren. Und ich kenne auch durchaus den Fall, dass die Stempelkissen dann, wie gesagt, kaputt sind. So, und dann habt ihr hier, kann ich hier auch schön zweifarbig. Das kommt dann jetzt hier, das gefällt mir auch ganz gut. Oh, das ist schon am Trocknen. So, und jetzt hoffe ich mal, dass das hier nicht zu schnell dunkel wird. Das ist der andere Grund, warum ich meine Videos mehr morgens mache. Weil ich hier halt nicht die Mega-Beleuchtung habe. So, und wenn ich jetzt hier kann ich natürlich auch sagen, wenn ich mehrere vorbereitet habe, das ist jetzt natürlich ein ziemlicher Braunton geworden. Das kriegen wir auch, ich würde sagen, da gehe ich nochmal rüber. So, und das ist halt wirklich dieser, finde ich, dieser Vorteil bei diesen Distress Ink. Die sind halt so. Da ist so viel Farbe drin, dass man da wirklich, wenn man da mit Wasser rangeht, diese Farbexplosion kriegt. Und ihr seht ja, ich benutze ja auch nicht so viel, dass ich jetzt irgendwie für den Hintergrund eine Flasche oder so. Ja. Dann ist ja ein bisschen schlichter, aber wie gesagt, wir gucken mal, das ist jetzt erstmal Schicht 1. So, ich nehme auch solche Platten-Dinge, wo ich dann mein Papier zum Trocknen draufpacke. Und ich finde auch, es macht halt wirklich Spaß. Natürlich bin ich jetzt natürlich ein bisschen nervöser. Wenn ich das jetzt im Live-Video mache, beziehungsweise versuche es natürlich ein bisschen zügiger zu machen, als wenn ich sage, hey, ich mache mir jetzt einen entspannten Nachmittag, nimm irgendwelche Farben. So, Gott, dann gucken wir mal. Ach, da würde ich, mit der würde ich nachher rübergehen. Doch, da habe ich noch welche, die ich die nicht sogar nach
Ja, bei mir ist, glaube ich, was ich an Sprays nicht so mag, ist, ich kann die nicht so gut kontrollieren. Und dann sind die Düsen verstopft und alles, was ich exzessiv sauber machen muss, mag ich nicht. Aha, Versamark habe ich noch nicht ausprobiert. Ich würde sagen, ich kann ja mal gucken. Ich kann mal gucken. Ich müsste eigentlich so ein Embossing-Kissen irgendwo rumschmottern haben, ob das damit auch funktioniert. Ich finde, ja, ich finde ja, die sind immer so ein bisschen klebrig. Deswegen nehme ich ja immer VersaFine zum Embossen. So, und hier ist halt auch, ich nehme halt so ein paar Tropfen von oben. Dann, oh, erinnere mich nicht dran, Regina. Wir müssen auch noch einkaufen. Habe ich so keinen Bock drauf. Ja, du kannst das Video ist dann in der Videothek, also ist drinne. Das kannst du auch später gucken. Oh, jetzt kriege ich das nicht geöffnet. Hi, Enzio, schön, dass du mit dabei bist. Ja, naja, ich habe ja diesen Vorsatz, mal das zu schaffen, dass die Videos kürzer sind. Aber ich glaube, wenn ich auf die Uhr gucke, ich dachte, ja, das Video wird 1,5 Stunden. Ja, und jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir haben gleich die 50-Minuten-Marke geknackt. Ich glaube, das wird nichts. Dann kann ich auch sagen, dann ist das so. So, die Farbe zum Beispiel, das ist jetzt, die ist, glaube ich, nämlich nicht ganz so gut geeignet. Aber gucken wir mal, wie die sich verhält. Ach, geht, geht. Es gibt da nämlich auch, da gibt es nämlich auch Unterschiede. Das hier ist nämlich eine Acryl, also eine Acryltusche. Ach, ja, genau. Vielleicht sollte man das erst zunehmen, bevor man so redet. Und das hier von Ecoline, das ist so eine Liquid Watercolor, also flüssige Wasserfarbe. Und die ist auch von der Konsistenz so ein bisschen anders. Aber ich denke mal, wenn ihr jetzt so sowieso gerne rummatscht und so, ihr werdet, ja, die ist ein bisschen dünn, werdet ihr ja irgendwelche Farben da haben. Muss ich hier noch mal? Ach, da ist die Farbtone. Ach, den nehmen wir. Gucke ich mal, ob ich das Blau aufkriege. Ja, ich merke, der Drops ist eh gelutscht, dass ich das ins kurzes Video schaffe. So, ich habe ja hier noch zwei und jetzt interessiert mich das mit diesem Versamark, ob das funktioniert oder nicht. So. Dann nehme ich da jetzt hier einfach grün. Und eigentlich ist sowas auch, finde ich, immer eine schöne Geschichte für den Sommer, falls ihr irgendwie einen Balkon habt oder einen Garten so ein bisschen draußen. Und da einfach sich dann ein bisschen Papier schnappen, Stencil schnappen, also in die Sonne stellen.
ein bisschen blass geworden. Das ist mir ein bisschen zu blass. Ja, ich habe jetzt meine Zange nicht hier. Aber ist ja nicht wie bei armen Leuten. Ich habe ja hier noch meine. Dann nehme ich das hier einfach. Weil ich habe jetzt keine Lust, in die Werkstatt zu rennen und die Zange zu holen. Das ist mir jetzt zu tüdelig. So. So. Das finde ich, sieht auch gar nicht schlecht aus. So, und jetzt. Also was ich, so jetzt bin ich auch wieder, glaube ich, besser zu hören. Was ich nicht testen werde, ist jetzt hier mit Aquarellfarbe. Da ist es so, dass meine Erfahrung ist aus anderen Experimenten, die ist dann so ein bisschen, wenn ich die so flüssig habe, wie ich das hier brauche, dann ist die wirklich blasser als diese Nachfüller oder die Brushes. Wenn ihr Sprays habt, wie gesagt, könnt ihr ja super die Sprays nehmen. Und jetzt muss ich einmal das Stempelkissen suchen. So. Das ist halt wieder das bei den Live-Videos. Wenn mir da jetzt jemand erzählt, das funktioniert mit irgendwas anderem, was ich da habe, dann will ich das natürlich ausprobieren. So, dann muss ich einmal ans Regal gehen. Ja, also es ist halt der Anspruch mal, dass ich dann immer im Kopf denke, ja, das zeigst du halt und dann wird das Video mal kürzer. Vielleicht nächstes Jahr. So. Ja, ich habe das ja nicht hier so, dass ich die Stempelkissen aufbauen kann, weil, hatte ich euch ja erzählt, sobald der Frühling kommt und der Sommer, habe ich hier 30, 40 Grad drin. Ich gucke jetzt noch mal an einer anderen Stelle. Hier habe ich zumindest so ein Distress Embossing Ink Kissen gefunden. Hier habe ich den Dapper. Ah, hier ist auch mal Gläsermaß. Und siehe da,
Ich habe hier, als hätte ich es geplant, noch zwei zugeschnitten. Das brauche ich nachher noch. Also das Distress Micro Glaze, das zeige ich jetzt nicht nochmal extra im Vergleich. Da müsst ihr mir glauben. Da gibt es auch ein Video zu, wo ich das dann nochmal extra vergleiche. Dann würde ich sagen, probieren wir das doch mal aus. Das heißt, ich würde das jetzt hier erstmal sauber machen müssen. Weil da ist jetzt ja die Vaseline dran. Und ich benutze auch mal Versa Fein statt. Ich muss einen Schluck trinken. Versa mag, weil das hier ist mir zu klebrig. Mit dem Versa Fein kriegt man beim Embossen halt noch mehr Details rausgekitzelt als beim Versa mag. So, und dann gucken wir uns das einfach an. Und entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Und das ist auch wichtig, dass ihr. Mein Tipp, keine Angst vorm Ausprobieren. Ja, das weiß ich ja. Okay, ich lache jetzt, weil ich nicht fluchen will. Okay, seht ihr das? Ihr habt auch gerade gesagt, Stempelkissen, die kaputt gehen. Dieses Distress Embossing Ink Kissen ist für die Tonne. Ja, damit muss man halt auch leben, dass die Dinger halt kaputt gehen. Und ich habe für das Teil sogar noch Nachfüller. Ah, nee. Na, ist auch ein bisschen so, dass ich dachte, ach, eine Stunde schaffst du. Das Sofa. Ja. Also, dann seht ihr, was passiert, dass, wenn sich das auflöst. Das heißt, das kann ich hier gleich in meine kleine Mülltüte tun. Aber was ich hier habe, ist ein Distress Embossing Dapper Clear. Da ist ja die gleiche Flüssigkeit drin. Ne? So, jetzt könnte das wieder, ich hoffe, da gibt es nicht den nächsten Unfall. Weil das, dieser Dapper, also ich hab ein Video gemacht und dann wollte ich, das hatte ich aufgenommen. Da ist die gleiche Flüssigkeit drin wie im Kissen. Und man darf nach fest kommt nämlich ab. Und jetzt gucken wir mal. Ja, das meinte ich nämlich. Okay, dann machen wir das jetzt hier mal. So, dann gucke ich mal. So, ich stelle das hier mal beiseite. Also das Ding hier, ja. Ich habe mir den Distress Embossing Dapper geholt, damit ich halt, wenn ich mit Chunky Embossing Pulver arbeite, das funktioniert. Und das soll dann die Fläche, das soll das halt verteilen. Ich nehme jetzt erstmal das Versa Mark. Ihr seht, das ist auch nicht mehr taufrisch. Und ich drücke das, wir probieren das einfach aus. Es ist wirklich wichtig, wenn ihr euch fragt, das sagt zum Beispiel Tim Holz auch immer in seinen Videos, wenn er eine Frage gestellt kriegt, probiert es aus. So. Das ist jetzt
das ist jetzt das. Und ich würde jetzt auch gerne diese Flüssigkeit ausprobieren. Ich hole mir jetzt noch mal ein Schwämmchen. So, deswegen brauche ich fliegende Affen. Das heißt, wenn ich hier so ein Live-Video mache und spontan irgendwie was suche, dann hätte ich so diesen fliegenden Affen und dann der holt mir das. Ich schätze auch, das ist ja ein Körpi-Kanal. So, das heißt, ich nehme jetzt dieses blöde Ding hier auseinander. Dann tue ich hier ein bisschen von der Flüssigkeit drauf. Ich muss da jetzt ja improvisieren. Ja, Grafik-Sings. Ich glaube, der Kommentar bezieht sich auf meinen Bossing-Kissen, was ich ihm ausgelöst habe. Deswegen sage ich auch, also es gibt Sachen, die sind Verbrauchsmaterial. Und wenn ihr sagt, nee, ich heb das auf, ich streichel das, irgendwann gehen die Sachen auch kaputt. Hi, Flose, schön, dass du da bist. Ja, ich bin noch nicht durch. Jetzt kam aus dem Chat, war das Anna Hey? Oh, sonst korrigiere mich bitte. Meinte, dass das, was ich gerade mit der Vaseline mache, auch mit dem Versamark funktionieren müsste. Und das probiere ich gerade aus. Ja, das habe ich aber auch schon. Ich weiß nicht, welche Marke das war von Leuten, die schon länger als ich stempeln. Ich bin da ja teilweise gefühlt noch der Frischling. Dass denen auch sowas Ähnliches mit Stempelkissen, dass die zerbröselt sind. Und das habe ich jetzt aber auch noch nicht gehabt. Auch. Also es gibt, ich finde immer, es gibt im Leben, also wo ich sagen würde, man kann darüber lachen oder fluchen. Es ist ja nicht so schlimm. Ich hab dieses Versamark und ich habe sogar noch ein Ersatzkissen, weil es gibt so Sachen, die habe ich ganz gerne in der Hinterhand. Und dann werde ich das Versamark nämlich auch demnächst mal in Rente schicken. So. Nee, ich bin da nicht strukturiert genug, dass ich dann... Und das ist ja auch beim Live-Video, finde ich auch das ganz gut, die Möglichkeit zu lassen, so Raum für zu sagen, so okay, das probieren wir jetzt mal kurz aus. Also hätte ich jetzt Kokosfett da, was Gina vorgeschlagen hat, dann würde ich das wahrscheinlich, hätte ich auch gesagt, oh, ich gehe mal kurz in die Küche. Aber so und sowas habe ich nicht hier. Ich habe nur einen Block Palmin, aber der ist ja von der Konsistenz her anders. So, dann nehmen wir hier, das ist jetzt unser Versamark. Und dann gucken wir einfach, was passiert. Also fettfleckig sieht das schon aus. Also Graphic Things, ich habe das, also das, ich habe das, das meine, ich habe ein Distress Ink Kissen mit einem Braunton, das ist runtergerockt.
Das habe ich mir auch nachgekauft, das nimmt die Farbe nicht mehr auf, aber dass das Teil auseinanderflinscht, das habe ich auch noch nie gehabt. Ich glaube, das hätte mir auch keiner geglaubt, wenn mir jetzt das nicht im Live-Video passiert wäre. Und deswegen dachte ich auch so, wie, was passiert denn hier? Aber ich habe auch schon Horrorgeschichten, die sich Stempler nachts am Lagerfeuer erzählen, während sie eine Taschenlampe unter das Kinn halten. Ich habe auch schon von einer gehört, die hatte sich ein Clearstamp bestellt. Und während sie den abgestempelt hat, ist der auseinandergefallen. Also sie hat dann noch versucht, ein paar Abdrücke zu machen. Und ja. Und dann war der hinüber. Also ich weiß nicht, ob ich nicht genügend von dem Versa mag, weil das ist nicht mehr so fit, sage ich mal, genommen habe. Aber so richtig, finde ich, hat das jetzt hier nicht funktioniert. Dass ich das dieser Aussparung habe wie bei der Vaseline. Ich finde nichtsdestotrotz diesen Hintergrund ganz spannend. Der lässt sich verwerten. Und dann gucken wir mal, wo ich jetzt hier mehr von dieser Flüssigkeit genommen habe. Und ich schätze sowieso mal, dass hier so eine ähnliche Flüssigkeit drin sein wird wie bei Tim Holz. Der wird das ja nicht neu erfunden haben. So, da ist nämlich mehr von dem Zeugs drauf. Das kann natürlich sein, dass ich zu wenig genommen habe. Echt, also Tupper ist mir zu teuer, muss ich sagen. Der Trend ist an mir vorbeigegangen. So, ich saß noch nie mit Stemplern am Lagerfeuer. Das wäre natürlich was Nettes. Stempelwochenende oder mit Leuten wegfahren und ein Lagerfeuer abends. Nee, also ich habe wirklich solche Geschichten gehört, dass Clearstamps halt wirklich kaputt gegangen sind. Mir sind Clearstamps, als ich versucht habe, die von der Folie zu holen, kaputt gerissen. Also wenn dann einer kommt, kannst du mir helfen? Nee, ich kann dir da nicht helfen. So, jetzt bin ich auch gespannt. Also da habe ich jetzt relativ viel von der Flüssigkeit drauf gehabt. Und wie wir sehen, sehen wir eigentlich nichts. Also ich sehe das so ein bisschen, dass da das Papier, dass sich dieses, was da auch immer in diesem Zeug hier drinne ist, sich da ein bisschen ins Papier gefressen hat. Aber das, also, nope, Reinfall wird. Also ich würde sagen, das ist bei mir durchgefallen. Weil das gibt nur irgendwie so unschöne Flecken auf dem Papier. Also da würde ich halt jetzt sagen, dann nehme ich lieber Vaseline. Die ist ja auch günstiger als die Kiste. Also wie gesagt, der Pott 1,30 kann man investieren. Ja, und ich verstehe das auch nicht, warum das Papier, das sieht so ein bisschen komisch aus. So. Nee, so, jetzt haben wir jetzt Phase 1 abgeschlossen. Das heißt, die erste Schicht ist drauf. Das hier tue ich kurz mal ins Waschbecken. Und damit ihr der Farbe nicht beim Trocknen zuguckt, wollte ich ja noch den Scherentest machen. Das heißt, ich werde hier noch mal kurz fertig kolorieren.
die Scheren wiederfinden. Ja, der Arbeitsplatz sieht komisch aus, weil ich hier... Also eigentlich habe ich das sonst... Jetzt muss ich das selber zurechtdrücken. Und ich habe hier die meine Craftmat runtergezogen. Normalerweise ist das Teil hier drauf. Aber wenn ich die Farbe von hier runternehme, dann seht ihr nichts. Weil dann seht ihr nur den schwarzen Untergrund. Und da brauche ich halt wirklich die weiße Unterlage. So, ich werde auch versuchen, nicht zu sehr zu fluchen. Das heißt, wenn ich das gleich... Ich muss euch näher ranholen. Das heißt, nicht wundern, die Kamera, nicht Godzilla kommt vorbei, sondern ich hole euch näher ran, damit ihr auch seht, was hier passiert. So, gut, dass ich eine Hose anhabe. Ich glaube, dass das funktioniert. Ja, das reicht. Den Autofokus hatte ich ausgestellt. Ich muss nochmal hier. Ich muss die Schärfe nochmal einstellen. Nee, das ist noch ein bisschen. Ich habe aber das Gefühl, so. Ja, ich glaube, das geht. Ich habe aber das Gefühl, dass die neue Kamera, dass die wirklich besser ist. Also hat mein Mann auch gesagt, da die teurer ist, dass die auch, da erwartet er auch, dass die besser ist. So, das heißt, die hier will ich erstmal kolorieren. Muss ich hier auch gleich ein bisschen Licht einschalten. Das wird ein bisschen dunkel. Ich komme mir dann vor wie so ein Horrorfilm. Wenn es dunkel, Angst vor der Dunkelheit. Es gibt tatsächlich Fairies Falls. Nee, Darkness. Darkness Falls. So ein Horrorfilm mit der bösen Zahnfee, den ich echt total gerne mag. Den finde ich auch total entspannt. So. So, dann kann ich ja gleich mal. Ich hätte das auch vorbereiten können. Aber ich mache das immer so spontan. So. Und für solche fitte Sachen. Ich habe ja jetzt ziemlich viele Sachen, die ich fein koloriere. Deswegen nehme ich halt auch immer den Einerpinsel. Ja, Anna, hey, also ich benutze fast nur noch jetzt diese Bürsten, seitdem ich da auch das 10er-Set habe. Ach so, meinst du, dass das hier so aufgeräumt aussieht? Ja, das täuscht. Ihr seht ja nur den kleinen. Ich versuche mal das hier ein bisschen gerade, dass die Lampe hier nicht so. Das täuscht. Also, ich lege euch hier nur rein, dass das so ordentlich aussieht. Der Rest ist hier pures Chaos. So. Ich lege die Matte, damit das hier nicht so spiegelt. Ich werde nochmal eine Lampe anmachen. Und dann gucke ich mir mal die Scheren an. Es ist auch so, wenn jemand von euch einen sachdienlichen Hinweis hat zu einer Schere, die richtig fein ist und sowas schneiden kann. Ich halte hier mal meinen Daumen daneben. Weil ich bin skeptisch, dass das funktioniert.
Dann schreibt das gerne. So. Wo ist die? Ach, da ist auch einer drin. Also. Scheren. Das hier ist bisher meine Schere für Feinarbeiten. Die habe ich mir, irgendwann hatte ich davon mehrere. Irgendwie sind davon 2, 3 verschütt gegangen. Und damit kriege ich, also damit kann ich ganz gut sowas ausschneiden. Also solche, ich sag mal sowas, oder auch wenn ich die Köpfe einzeln ausschneiden will. So ein Gehirn, das sind ja alles Sachen, die man ganz easy peasy ausschneiden kann. Oder auch solche Sachen. Ne? Also auch hier sowas. Alles kein Problem, aber dieses Stempelmännchen oder sowas, da kriege ich wirklich Probleme mit. Das ist halt die Schere, an der ich das messe. Und ich hatte jetzt ja bei VBS bestellt. Den Kleber werde ich dann nochmal ausprobieren. Und habe jetzt festgestellt, die waren jetzt, das sind tatsächlich, läuft das hier unter Violettenschere. Wenn ich das aber richtig sehe und deute, dann sieht die Schere fast identisch aus mit der hier. Das sah irgendwie aus dem Bild anders aus. Und wichtig finde ich bei Scheren, dass die auch ja, nicht so schwergängig sind. Ich zeige euch mal einen Fehlkauf. Den hier, ich weiß nicht, ob man die vielleicht sogar noch ölen kann. So, und die benutze ich sonst zum Ausschneiden. Und so, ich gehe mal davon aus, dass ich Töffelchen, die hier identisch sind, und dann hoffe ich mal einfach, dann, ja, ich mache mal die hier auf, dass die mindestens so gut wie die hier ist. Also, und falls ihr jetzt fragt, frag doch deine Freundin, die so wie eine junge Göttin ausschneiden kann. Erstmal merke ich, die ist ein bisschen, die ist schwergängiger. Und die Spitze, also das ist meine bisherige, die Spitze ist spitzer als das hier. Also ich habe auch das Gefühl, ich, als wäre ich so nach der Jagd nach dem Yeti. Und ich befürchte, dass die Schere, ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, das dann zurückzuschicken. Na, die ist ein bisschen von der Größe anders. Aber dann probiere ich das mal aus. Ja, leider ist die Schere ein bisschen zu schwergängig. Also im idealen Fall muss man eigentlich solche Scheren, glaube ich, im Laden ausprobieren. Dann kann man gleich schon mal gucken, wie schwergängig die sind. So, und jetzt will ich sowas hier ausschneiden. Und bei Create a Smile, die hat gesagt auch, dass man immer das Papier bewegt, nicht die Schere. Jetzt nehme ich mal meine Lieblingsschere. Ja, die ist besser. Das kann ich jetzt schon sagen. Die ist zu schwergängig, die ist nicht so schön. Und dann werde ich mich wohl damit, die habe ich jetzt ja schon ausgepackt. Das heißt, ich werde dann da eine Bewertung reinknallen, dass die halt ein bisschen schwergängig ist. Und dass sie eigentlich für mich keine Violettenschere ist. Und
Ich befürchte, ich glaube, das lohnt sich eigentlich auch nicht, das zurückzuschicken. Also die hier ist zum Beispiel, die fühlt sich schon besser an. Die hat auch solche Gummigriffe. Okay. Ich sag's mal so, wie, ne, ihr wisst ja, ich bin ja auch chronisch krank. Es gibt Tage, da ist bei mir nur Sofan drin, ne? Und wenn ich dann ein Mixed-Media-Projekt hatte, hatte ich das auch tatsächlich. Ich habe mir hier eine Blase geholt gehabt, weil ich probiere die aber trotzdem, ich probiere die auch mal aus, weil ich so viel ausgeschnitten habe. So, ich gucke jetzt noch mal in den Chat. Das ist gut zu hören, einmal. Also wird mein Mann auch freuen, das dann zu hören, dass sich das gelohnt hat mit der Kamera, weil er nämlich auch gefragt hat, ist die denn besser? Ja, aber ich habe auch, weil die kann, vorher war das Bild, hatte ich immer das Gefühl, ein Tick unschärfer und auch so die Farbe so breiiger. Ja, Grafik-Sinks, das habe ich ja von einer Freundin auch gehört. Die nimmt eine Nagelschere. Und da habe ich gesagt, wo hast du die her? Die weiß es nicht. Und ich habe mir schon zwei verschiedene Nagelscheren gekauft. Die sind ja auch nicht ganz günstig teilweise. Irgendwie 5, 6 Euro. Und das hat nicht gefunzt. Nee, mit Eingrooven. Na, es ist aber mit den Scheren auch so eine Sache, du brauchst auch die richtige Schere, Hannelore. Wenn du nicht die richtige Schere hast, ich habe so viel ausgeschnitten schon und dann merke ich, wo ich an die Grenzen halt komme. So, und bei Graphics-Things, ja, ich habe jetzt schon zwei Nagelscheren gekauft. Wenn du noch weißt, wie deine Nagelschere heißt, wie die, wo du die gekauft hast, dann würde ich mich freuen, wenn du mir da eine Nachricht schicken könntest oder da hier einen Link, vielleicht sogar im Chat oder als Kommentar oder mich direkt anschreibst, weil ich suche da wirklich händeringend nach und ich will mir jetzt nicht 10 verschiedene Nagelscheren kaufen, die dann alle nichts taugen. Also ich habe sogar welche, die taugen noch nicht mal zum Nagelschneiden. Ja, Enzio, genau solche Antworten kriegt man dann. Die habe ich damals in diesem kleinen Geschäft gekauft, vor 30 Jahren. Also ich wäre ja auch bereit zu sagen, wenn das eine richtig die geilste Schere der Welt ist, dass ich sage, ich zahle auch 20 Euro oder so. Das muss, aber es ist halt so zum Testen, ist das dann halt schwierig. Also die hier, die grüne, die läuft schöner. Und die hier, die klemmige, die glaube ich, die ist nichts. Also und das ist auch so, ich hatte halt auch welche, die auch schon so schwergängig waren. Die ich dann auch weiter ein bisschen benutzt habe für irgendwelche Sachen, aber ich habe mich jedes Mal geärgert und die sind auch nicht geschmeidiger geworden. Aber ich sehe hier, ist halt die Spitze nicht spitz genug. Ja, das wird, aber guck mal hier. Und das finde ich das Freche. Also das wird hier als Violettenschere verkauft. Und da bin ich der Meinung, das Problem ist ja, ich sehe ja nun ein Foto im Internet ohne Größenvergleich. Und das ist für mich keine Violettenschere. Also die ist okay, also man kann damit so ein bisschen was schneiden. Aber meine ist trotzdem halt...
Ja, die von Tim Holz, was ist denn die kleine? Da muss ich mal recherchieren. Dann schreibe ich mir das mal auf. Ich war schon überlegen, irgendwie in so eine. Und damit schneidest du auch solche, Halme, also damit schneidest du auch solche fitzeligen Sachen aus. Also ich sag mal, mit Quirlkram kriege ich das halt auch mit der Schere halt hin. Aber ich glaube, das wird so. Das heißt, ich mache jetzt mal. Oh, ich mache jetzt hier das mal langsam auf. Ja, Grafik, ich sag doch, das sagt jemand, oh, ich habe die perfekte Schere, die habe ich vor 40 Jahren gekauft, in dieser kleinen magischen Gasse, die es nicht mehr gibt. Das ist ja eine Frage. Fachgeschäft für Violettenschere. Also ich sag, wenn ich das damit hinkriege, dann zahle ich auch 30 Euro. Aber dann will ich die auch vorher getestet haben. Okay, die hier. Die ist schon mal geschmeidiger, also von merke ich schon. Und ja, genau meine Farbe, wie. Es ist mir dann mal auch egal. So. Ich glaube, mit der muss ich mich, da müsste ich mich eingewöhnen. Was ich merke, ist, die hat, jetzt muss ich mal gucken, ich habe das Gefühl, die Spitze ist noch ein Tick spitzer als die. Ja, nach Wiesbaden, das ist, glaube ich, eine Ecke aus Hamburg. Und ich glaube, wenn ich meinem Mann sage, ich will für eine Schere nach Wiesbaden. Ja, aber das ist auch. Also ich würde sagen, die ist schon ähnlich wie die hier da. Und Enzio, ich werde mal überlegen, vielleicht gibt es da ja sogar so, gibt es da ja irgendwas in Hamburg, dass ich da mal in so ein Geschäft fahre und denen dann sage, hier, was hier will ich ausschneiden. Weil letztendlich ist es ja so, wenn ich jetzt sage, ich gebe 30 Euro für eine Schere aus, die funktioniert, anstatt dass ich jetzt, ich glaube, die hier haben jetzt 2 Euro, 2 Euro, ich glaube 3,50, ne, so drum gekostet, das läppert sich dann ja auch über die Jahre, wenn man dann immer wieder sagt, ich probiere das mal. So, dann. Also von der Sache her würde ich sagen, ist die hier, macht da einen solideren Eindruck, weil die Spitze ist halt spitzer, also weil hier, ihr seht das ist stumpf. Und ich hoffe jetzt, dass das Licht reicht. Das wird jetzt der Härtetest, ob ich auch ohne Licht, beziehungsweise, oh, wie kriege ich das denn hingedingelt hier? Ich glaube, ich muss die Ringlampe gleich mal rausziehen. Sonst sitzt, ich bin nicht sicher, ob die, vielleicht schafft die Kamera das ja aber, dass ich hier im Dunkeln dann sitze. Also geschmeidiger als mit meiner bisherigen ist die auch nicht. Also. Nee. Das ist noch nicht die.
Also ich merke schon, wie mein Rücken sich zusammenkrampft, weil das... Ach, nee. Nee, nee, nee. Also ich denke mal, ich werde das irgendwie hinkriegen. Aber das fühlt sich... Oh, das fühlt sich auch nicht beim Schneiden gut an. Das ist halt eher so Rumgestücke. Also es soll auch, also ich sag mal so, das hat jetzt irgendwie hier funktioniert. Glaube, ich muss mir gleich mal. Ja, das wird toll. Ja, mein. Jetzt probiere ich was auf. Mein Liebreizenassistent wird mir jetzt hier mal versuchen, das Ringlicht aufzustellen. Also ich krieg's irgendwie kriege ich es jetzt hier hingefuscht mit der Schere, aber so richtig glücklich macht mich das nicht. Also das ist, und dann ist das hier auch, seht ihr da. Also ich komme nicht so richtig um dieses Runde drum. Meinst du, das geht irgendwie auf den Drucker, wenn du das Gelumpe darunter nimmst? Mein Problem ist, ich weiß gar nicht genau. Ich müsste jetzt erst googeln, wo Wiesbaden ist. Also ich weiß, einige nehmen halt dieses Skalpellmesser und es gibt halt auch welche, ich probiere so und jetzt gucke ich, vergleiche ich das mit meiner nochmal. Und ich hatte jetzt die Idee von Nikki Fox, dass ich auch mal sonst mal gucke, ob es bei Facebook so eine Violettengruppe gibt oder ein Forum oder was auch immer, dass die was empfehlen können. Ich glaube, ja. Also entweder liegt es daran, dass ich meine Schere auch einfach gewöhnt bin. Vielleicht muss ich mich mit dem rosa Monster noch eingrooven, aber da habe ich das Gefühl, selbst die hier, die schafft das besser. Aber ich hätte halt wirklich gerne eine, die feiner ist. Und ich weiß ja, es gibt ja Leute, die so richtig Feinheiten machen. Es kann natürlich auch sein, dass ich irgendwas suche, was es nicht gibt, weil in meiner Vorstellung ist die Schere vorne viel schmaler. Vorne ist das richtig spitz. Und dieser Bereich zum Schneiden ist auch kleiner. Moin. So, warte, du gehst du bitte hinten an die Steckdosenleiste und nicht an den Laptop. Oh, da ist doch so ein USB-Ding. Jetzt muss ich mal kurz lesen. Okay, dann muss ich bei Bösner nächstes Mal gucken. Ja, mach mal an, dann gucke ich mal. Ich glaube, so viel bringt das gar nicht, aber ich sehe ein bisschen mehr. Ich habe da so einen Ring. Ja. Ja. Ich glaube, so viel bringt das Licht gar nicht. So. Das. Ja, solche Stick- und Fadenscheren, also so richtig feine. Ich war in so einem Laden drin, so für Nähbedarf. Da hatten sie leider keine.
Ja, das wäre ja das nächste Problem, wenn ich jetzt sage, wenn es dunkel wird, ob das ist dann jetzt hier der Härtetest für die Kamera, ob das dann noch funktioniert. Nee, also ich muss sagen, dass ich habe das Gefühl hier, meine Schere, die ich nie verlieren darf, die macht das besser als diese neuen. Also da kann ich leider nichts empfehlen. Gut, ich glaube, das ist, wenn da jetzt hoffentlich keiner zu pingelig hinguckt. Aber da bin ich nicht ganz glücklich mit, weil da den Kopf, den habe ich zu schräg geschnitten. Nee, dann werde ich mal recherchieren, gucken, ob ich irgendwo im Geschäft das auch mal ausprobieren kann und dann wirklich sagen, ich nehme ein bisschen mehr Geld in die Hand für eine Schere. Ich gucke nachher, Flose, weil jetzt kann ich gerade nicht gucken, weil ich das, weil ich habe jetzt ja auch, ich kontrolliere, dass das Video auch läuft. So, jetzt sind wir hier wie dieser Horrorfilm, The Ring. Aber da passiert, glaube ich, nichts, wenn wir da reingucken. So, und ich schiebe das jetzt hier mal rüber. Und guck mal, dass wir zurückkehren zu der Resist-Technik. Stimmt, Modellbauer? Ich werde da recherchieren. Ich gebe noch nicht auf. Genau, ich rufe beim Miniatur Wunderland an. Das haben wir in Hamburg. Oh, das muss ich mir. Oh, einen Moment. Was sagst du, Lerche? Sag mal, wie heißt der Laden? So, 4, 3, 9, 4, 5. Ich guck nachher. Ach, die Lerche, okay, Bösner. Bösner. Okay, ich habe mir das jetzt hier mal notiert. Ein paar Ideen. Und so, ich weiß nicht, also mich. Also, ich habe so. Also mich nervt dieser Ring. Da müssen wir heute damit leben, weil ich weiß jetzt nicht, wenn ich die ausschalte, ob ich dann weg bin. So. Es ist noch nicht ganz. Also ich sehe gerade, die sind noch nicht ganz getrocknet. Ich glaube, das muss ich aber. Na, ist besser, wenn ich das Licht anmache. Ihr seht, das ist hier der Grund, warum ich die Videos normalerweise tagsüber drehe. So, jetzt kommen wir jetzt. So, jetzt kommen wir zu der Vaseline zurück. Oh, hier ist alles zugebaut. Schatz, kannst du mir Küchenpapier kurz bringen? Die Rolle ist verschwunden. So, hier ist ja noch die Vaseline drauf. Theoretisch müsste das noch so ein bisschen Resist haben, aber gucken wir einfach. So, was ich jetzt nehme, ist hier. Also.
Oh doch, die große brauche ich. Oh, ich hätte die ist fast alle. So. Jetzt wird mir keine frische Küchenrolle hier halb frische gegönnt. So. Also ich habe jetzt kommen wir zur zweiten Schicht. So, da gehen wir rüber. Ich habe hier nämlich... ich zeige euch lieber nicht, wie das außerhalb von diesem Bereich aussieht, das Chaos. So. Dann habe ich jetzt ja hier eine zweite Schicht drüber. Ich habe hier mein Spray. So, das hier ist zum Beispiel eine Kombi, die auch super genial ist für Halloween-Karten. Da hätte ich jetzt natürlich den Halloween-Stencil nehmen müssen, den ich da ja auch liegen habe. Wie gesagt, probiert auf, was ihr da habt. So, jetzt gucke ich. Ich sprühe erst an und dann lese ich von Enzio, was du da geschrieben hast. So, und dann könnt ihr nämlich hier nämlich eine zweite Schicht machen. Und seht ihr das? Ich habe jetzt ja die Vaseline draufgelassen. Das heißt, die Bereiche hier sind jetzt nicht rot eingefärbt. Das wollte ich jetzt im ersten Durchgang zeigen. Wenn ihr so ein komisches Geräusch im Hintergrund hört, das ist Jack. Er leckt die Tüte ab. So, jetzt muss ich ein bisschen Lärm machen. Und zwar hole ich jetzt zumindest den flüsterleisen Embossing-Föhn raus. Wie gesagt, wenn ihr rüberföhnt, dann schmilzt die Vaseline. Und dann könnt ihr übers Papier ganz normal wieder rüberarbeiten. Aber ich wollte von Enzio das noch lesen. Hi, Edeltraut. Ich gucke mir das mal an. Ich habe mir jetzt nebenbei Notizen zu Scheren gemacht und vielleicht kann ich dann irgendwann ein Video machen, dass ich die Schere gefunden habe. Dann laufe ich. Ich sehe eine Blumenwiese und die Schere läuft mir entgegen und ich ihr und dann umarme ich sie. So. Ich weiß jetzt nicht, wie laut das jetzt im Video ist. Ich nehme aber die Tropfen so ein bisschen ab. Ach, Jack liegt auf seiner Dirk-Tüte unter seinem Schemel am Fenster. Ich muss nachher noch mal, nachher muss ich auch ausgiebig noch mit ihm kuscheln. So, und das ist jetzt, also das ist jetzt der flüsterleise Embossing-Föhn von Tim Holtz. Den nehme ich nur zum Trocknen, weil ich finde, den zum Embossen komme ich nicht mit klar. Also ich kenne Leute, die sagen, oh, der ist total toll. Das ist wieder so die Kategorie Geschmackssache. Also so, jetzt müsste eigentlich... Bleibt jetzt auch so, dass ihr näher dran bleibt. Jetzt ist diese Vaseline-Schicht geschmolzen, ist reingezogen ins Papier.
Ach komm, wir machen jetzt hier mal die. Ich hab doch hier so ein Halloween-Ding. So, und dann gehe ich hier einfach rüber. So, die Stencils, die mache ich dann auch nachher ordentlich sauber. Ja. Aus Papier, nicht auf die Finger. Ich mag halt diesen Effekt, wenn ich da den nachfülle. So. Aber diesmal kann man das nicht so gut lesen, finde ich. Das ist halt auch mal das Schwierige so an Live-Videos. Wenn ich das natürlich im stillen Kämmerlein mache, dann kann ich 3 Durchgänge machen, bis das Ganze wirklich gut funktioniert. Und ich zeige euch nur den guten Durchgang. Aber die 31 kann man sehen ganz gut. Dann lege ich das mal beiseite. Aber das Weiße hat sich auch nicht so richtig eingefärbt. So, hier würde ich gleich nochmal so, da kann ich runtertupfen. Da würde ich aber auch noch ein bisschen rüberfüllen. Nee, oh, ich hoffe nicht. Nee, bei mir läuft das Video noch. Das könnte jetzt tatsächlich, nee, das läuft noch. Das ist dann Enzio, das ist leider deine Internetverbindung. Oder für mich zum Glück. Ach, hi, Meise, kannst gern rumkommen und mit Jack kuscheln. Nee, gestern hatten wir Kreativgruppe. Und dann musste ich den armen Jack aus der Küche schmeißen. Also wir sitzen in der Küche, da habe ich nämlich den großen Tisch. Weil mir ist das halt zu stressig. Wir haben halt kolorieren geübt. Und dann Wassergläser auf dem Tisch und da habe ich ihn dann rausgeworfen. Aber wir haben dann abends noch gekuschelt. Na, das ist ja sowieso bei solchen Techniken. Also man kann da nicht erwarten, dass dadurch, dass Farbe läuft und so weiter. So, jetzt mal sehen. Wird es halt immer, sage ich mal, es wird immer so ein bisschen anders. Und das ist auch generell, auch was bei der Gili Plate gilt. Macht euch da nicht den Stress, dass es genauso aussehen soll. Also es geht ja nur um die Technik, dann probiert man das aus. Bei mir sieht das auch nie so aus wie bei den Leuten in den Videos, wenn ich da mir irgendeine Technik angucke.
Und ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen von frei machen. So, blau. So, dann nehme ich hier nochmal das Brascho. Ach so, Marion, was ich hier nehme, ist Vaseline. Das ist halt für die Resist-Technik. Damit die Farbe halt in den Bereichen, wo ich die Vaseline halt auftrage, abgestoßen wird. Das habe ich halt bei Tim Holtz gesehen. Ah, Moment, ich muss einen Schluck trinken. Und der hat dafür mit seinem Namen drauf, Distress Micro Glaze. Hier zahlt so 10 Euro. Vielleicht gibt es das auch für 8, je nachdem, wo man es kauft. Dafür habe ich 1,30 gezahlt. Und auch wenn ich Tim mag, muss ich sagen, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht gleich irgendwie, ich hatte das halt bestellt und erst später das, und dann dachte ich so, ja, dann teste ich das. Und dann hatte ich erst später ein Video gesehen, dass das im Grunde nur Vaseline ist. Ja, das ist es auch. Also es ist nur so, man muss lernen, sich bei solchen Matschetechniken. Also manchmal löst sich das nicht ganz so gut, das Blau, die Farbe. Dann gehe ich da, ich bin da ja gnadenlos. Dann laufe ich halt einen Tag mit dem blauen Finger rum. Dass man sich einfach drauf einlässt, dass man nicht sagt, das macht das für mich natürlich auch mit den Live-Videos so ein bisschen, dass ich dann vielleicht denke, oh, ich will ein bestimmtes Ergebnis und das klappt halt auch nicht immer. Zum Beispiel jetzt. Ich wollte, dass die Farbe da eigentlich, wollte ich das hier anders haben. Nehme ich hier nochmal Farbe von oben. Sondern, dass man sagt, also, wenn ihr da rangeht und sagt, das wird, irgendwie habe ich mir das noch anders vorgestellt, aber gut. Ich habe Lust, mit Farbe rumzumatschen. B, ich möchte Spaß haben. C, ich habe nachher irgendwelche interessanten Hintergründe. Ich hätte das jetzt hier zum Beispiel auch gerne gehabt, ein bisschen sauberer, hat nicht funktioniert. Und da muss ich dann halt sagen, ist so. So, dann kann ich hier... So. Ja, und wie gesagt, hier ist es wirklich so, wenn ihr das muss ich ein bisschen fühlen. Also bei mir ist es, ich hasse es, mit Techniken zu arbeiten, wo ich Handschuhe tragen muss. Deswegen mag ich nur mit Farben arbeiten, die sich dann irgendwie durch Wasser wieder lösen. Und ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen so, Gott, ich darf keine, kann ich aber auch verstehen, wenn man jetzt sagt, man arbeitet irgendwo, wo sonst der Chef kommt, sag mal, du siehst ja aus wie Farbkasten. Das kann ich echt verstehen. Dann muss man sich halt Handschuhe anziehen. So, und das, wie gesagt, ihr könnt hier ja dann, Moment mal, muss noch mal.
Ich hole noch mal einen anderen Stencil, den ich ausprobieren will. Also mir fehlt halt so ein bisschen dieses, wie heißt das denn, wenn man so dieses räumliche Denken oder wenn man jetzt näht, dann muss man ja so überlegen, wie ist das, wenn ich es umdrehe. Deswegen probiere ich halt viele Sachen auch einfach aus. Und dann merke ich ja, das gefällt mir, es gefällt mir nicht. Kann auch sein, dass ich erst irgendwas ein bisschen, hatten wir das Thema gestern auch, etwas mache, was ich erst denke so, oh nee, das sieht ja richtig blöd aus. Und später stellt sich raus, verarbeitet sieht es halt richtig gut aus. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier jetzt funktioniert. Ja, das ist es halt wieder. Auch wenn ich jetzt hier was habe, rauskommt, wo ich sage, oh, das ist so cool. Weil im Grunde, bevor es nicht getrocknet ist, können wir es ja gar nicht bewerten. Man kann es, also ich mache es eigentlich nur bei dem Masterboard, hatte ich das jetzt gemacht zum Einscannen. Aber ich benutze, bei mir ist auch, wenn ich jetzt sage, ups, oh, ja, ups, ist gut. Ein Moment, mein, ja. Ich habe jetzt hier, ich muss die Farbe hier doch mal wegwischen. Sonst sind nicht nur meine Haare gleich blau. Ja, und ich sage mir auch, ich kann ja immer wieder neue Hintergründe machen. Und wenn ich dann, sage ich mal, das habe ich auch beim Wunderland-Album, wo ich ja auch noch mal, muss ich ja auch noch weiterarbeiten, gemacht habe mit Fahnen. Ich muss mal mit der Helligkeit durch die Lampen ein bisschen runtergehen. Ich glaube, ja, jetzt könnt ihr die Farben auch besser sehen. Wenn ich dann 20 Seiten... Das ist aber nicht so ein richtiges Blau. Blau will ich. Wenn ich dann 20 Seiten da verarbeitet habe, dann habe ich vielleicht auch Lust, irgendwie was anderes zu machen. Und wie gesagt, wenn ihr die Techniken ja drauf habt, ihr könnt dann ja was Ähnliches immer wieder nachproduzieren. So. Ach, da sehe ich auch mein... So viel zum Thema. Ich finde das so süß. Es ist so aufgeräumt. Also, wenn ihr jetzt auch sagt, ihr wollt nicht ewig viele Tücher benutzen. Ich habe hier nämlich auch so ein Küchentuch. Das macht nämlich Onkel Tim, also der Tim Holz. Da hatte ich das gesehen, da hat er mich auch gesagt. Er nimmt dann halt so ein Tuch und geht darüber. So, und das lege ich jetzt einfach mal beiseite. Wie gesagt, das ist nicht so geworden, wie ich das im Kopf hatte. Und dann einfach weitermachen. Ansonsten kommt ihr nämlich in die Falle, dass ihr dann sagt, ah, das klappt alles nicht. Und dann werdet ihr unzufriedener. So, das heißt, die hier matschen wir noch zu Ende. Und da bin ich halt so, dass ich sage,
Stimmt, dann würde ich die tatsächlich noch trocken föhnen, damit ihr dann auch seht, wie die trocken aussehen. Dann schaffe ich es vielleicht heute ein Video unter 3 Stunden. Also natürlich könnte ich das hier auch so lassen. So, da schmilzt nämlich die Vaseline. Aber ich finde, also natürlich kann man sowas dann auch sagen, ich lasse das so. Aber ich finde das ganz spannend, wenn man sagt, man macht da noch so eine kleine zweite Schicht drauf. Ja, die Haare schon, aber nicht mein ganzer Körper. Ja, vielleicht hätte ich nach dem Video baden sollen. Das wäre schlau gewesen. So, hier ist auch noch blaue Farbe drauf verteilt. Nee, und wie gesagt, die weiße Fläche, das mache ich jetzt, normalerweise würde ich das sogar auf der Fläche machen. Das mache ich jetzt nur auf der Fläche, dass ich die Farbe drauf packe, damit ihr das besser im Video sehen könnt. Ach, das ist ja sogar das Gleiche, aber das war jetzt nicht so schlau. Und dann ist das so. Und ich glaube auch, das Schlimmste beim Kreativsein ist immer diese Angst vor Fehler oder auch dieses, oh, das sich einschüchtern lassen. Also, weil ich neig da ja auch zu, wenn ich was sehe, was mich total begeistert. Also, und dann denke ich, macht mein Gehirn automatisch, oh je, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Das werde ich nie können. Ich bin unwürdig. Und dann muss ich erstmal einen Schritt zurücktreten und sagen, so Moment mal, klar, beim ersten Anlauf wird das nicht funktionieren. Es muss auch nicht 1:1 so sein wie die Person, die das. So. Die das jetzt, sage ich mal, halt vorführt. Und das sage ich mir, ja, es wird hier, ja, es wird, glaube ich, so, ich hoffe mal, ja, es ist draußen jetzt wirklich dunkel, dunkel. Deswegen wird das jetzt auch schwieriger mit dem Licht. Ich ziehe das jetzt aber noch zu Ende durch. So. So, was ich jetzt hier machen kann, ist natürlich auch einfach sagen, ich tue da jetzt gar keine Vaseline mehr drauf. Ich schiebe das einfach so ein bisschen durch die Farbe. Ich glaube, das reicht mir hier. So, und dieses, ich kann das nicht, das hält dann einen ja natürlich davon aus, das überhaupt auszuprobieren. Also, und die Geli Play zum Beispiel, die war am Anfang auch echt so, einmal ausprobiert, es hat nicht funktioniert, dann lag die 1-2 Jahre im Schrank. Da habe ich nochmal einen Workshop gemacht und jetzt gucke ich. Und dann ist irgendwann so der Knoten geplatzt, wo ich gemerkt habe, so okay, jetzt habe ich das. So, und inzwischen habe ich das Gefühl, ich habe so die Basics bei der Geli Play drauf. Ich kann die auch mal irgendwie für 1-2 Drucke rausziehen. Und deswegen nicht sagen, sondern inzwischen frage ich mich, versuche ich dahin zu kommen, dass ich mich frage, wie hat die Person das gemacht?
schaffe ich das, das vielleicht auch irgendwie rauszukriegen. So, hier, das waren ja die Versuche hier mit dem Distress Embossing dabei und dem Versa Mark, ob das halt auch als Resist funktioniert. Was ihr seht, dass da ist, also Resist ist es nicht wirklich, aber die Felder, wo die Farbe drauf war, die ist eher dunkel geworden. Also ich weiß gar nicht, was denn das Gegenteil dann von Resist. Also kann man wohl auch Effekte mit erzielen. Aber nicht das, was ich halt, sage ich mal, jetzt heute haben wollte. Aber Neugierde ist halt immer gut. Also wenn ihr euch fragt, funktioniert das? Oder also ich mache das eigentlich, wenn ich einen Workshop mache. Und finde ich es ganz gut, wenn ich sage, ich zeige eine Methode. Finde ich es natürlich gut, wenn die Leute sich erstmal an dem Masterplan halten. Aber wenn jemand fragt, kann ich das nicht so machen, dann einfach sagen, ja gut, dann probiere das sonst aus, wenn man da genügend Zeit hat. Ja, es ist ja so, es gibt ja nicht, also meistens gibt es ja nicht nur eine Methode. So, warum würde ich jetzt gern lila haben? Genau, Heimmeise, genau das ist es. Mal die Erwartung auch wegzulassen, weil weil manchmal gibt es halt auch noch irgendwelche Kniffe oder das, also ich hätte jetzt gesagt, oh, das ist ja daneben gegangen. Das kann jetzt aber sein, wenn das Papier fertig ist, dass das ganz gut aussieht. Oder halt auch, dass ich merke, ich habe zur falschen Farbe gegriffen. Dann weiß ich halt fürs nächste Mal so, weil das Lila, finde ich, sieht gar nicht jetzt mal so gut aus. Dann weiß ich halt, ach, die Kombi beim nächsten Mal nehme ich die nicht. Und das Schlimmste ist wirklich die Angst einfach, also klar, wenn ich jetzt. Und mal gucken, wie das nachher aussieht. Ach, und jetzt fällt mir ein, wo habe ich das denn? Ich habe vergessen, euch gestern bei dem Gilly-Plate-Video, jetzt weiß ich nicht, wo mein Mann das hingepackt hat. Es lag nämlich auf dem Drucker und da hat er jetzt die Lampe raufgepackt. So. Hallo, Creative Clutterbox. So, einen haben wir dann noch. Und dann würde ich sagen, trocken föhnen und dann call it a day. Ich glaube, da könnte Rot irgendwie zu passen. Ja, das ist halt. Also es ist wirklich, wenn ich natürlich irgendwelche Swap-Projekte habe oder Projekte, wo ich eine Deadline habe. So, jetzt bin ich ja auch frech. Ich massiere das jetzt gar nicht hier ein, sondern gebe das hier rauf. Sowas stresst mich halt, deswegen mache ich das so, dass ich dann mir so viel Zeit lasse, dass ich das zur Not nochmal machen kann. Und habe die Erfahrung gemacht, wenn ich einfach sage, entspann dich, lass das die Kreativität laufen, da kommt dann auch was bei rum. Aber die Menschen sind ja auch unterschiedlich. Also ich kann nicht gut unter Stress arbeiten. Ich mag das nicht. Andere brauchen das. Aber ich möchte halt die Option haben, gerade für, sage ich mal, Swap-Geschichten, dass ich auch was verhunzen kann und dass ich sonst wegwerfen kann.
Ja, Flose, das, du siehst, ich meine, die Technik zum Beispiel, da bin ich jetzt auch nicht, hat jetzt nicht so hundertprozentig teilweise geklappt. Die Technik habe ich jetzt, weiß ich nicht, das vierte, fünfte Mal gemacht, aber die funktioniert eigentlich recht gut. Aber zum Beispiel beim Kollerieren. Beim Kollerieren kann ich sagen, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon kolleriert habe, also letztes Jahr alleine. Ob das jetzt 100 Stunden waren, 200 oder so, weil ich auch wirklich dadurch durch meine chronische Erkrankung oder Krankungen, muss ich ja sagen, ist ja mehr als eine, auch einfach Tage habe, wo ich auf dem Sofa bin. Und dann kolleriere ich auch mal 6 bis 8 Stunden. So, und dadurch habe ich das halt geübt. Und wenn jetzt jemand kommt, der das erste Mal sich einen Pinsel in die Hand nimmt, die Aquarellfarbe, wenn er denn das richtige Material dazu hat, da kann er nicht erwarten, dass er das, es gibt bestimmt, es gibt diese Leute, die das dann auf Anhieb können. Aber das sollte man nicht erwarten. Da bin ich mal gespannt, wie das hier wird. Und das ist mir halt auch immer wichtig, solche Themen anzusprechen, weil ich das halt auch immer wieder, wenn ich bei irgendwelchen Treffen oder Unterhaltungen auch mitkriege. So, ich jetzt einmal die Box zu. Und ich das echt schade finde. So, das heißt, jetzt geht es in die letzte Runde. Das heißt, die 8 Teile einmal trocken führen. Also irgendwie, da ich ja auch nicht weiß, was ich danach später mache, was ich raufklebe, bestempel ich noch was. Ich muss einen Schluck trinken oder zwei. Würde ich das am Ende schon drüber fühlen. Es muss auch nicht unbedingt ein Bossing-Föhn sein. Ich denke mal, fast jeder wird ja auch einen normalen Föhn zu Hause haben. Ja, und Enzio, wenn man kann ja auch nur einen Ausschnitt nehmen. Ich habe jetzt hier halt zuversichtlich gesagt, ich schneide das gleich als Kartenaufleger. Weil das auch, also ein anderer Grund ist auch, ich habe hier immer nur einen eingeschränkten Kamerabereich. Und dann finde ich das für die Videoaufnahme, ich hoffe, ihr könnt mich über den Embossing-Föhn gut genug hören. Und ich finde gerade für die Videoaufnahme das dann besser, wenn es kleiner ist. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich setze mich in den Garten und lege richtig los, dann würde ich einfach ein paar A4-Blätter nehmen. Und dann kann ich mir halt auch die Bereiche rausschneiden, die ich gut finde. Das hier zum Beispiel, die beiden, das würde ich halt, finde ich, passt die Farbkombi ganz gut zu Halloween. Und das ist auch wieder so ein Erfahrungswert. Die Kombi habe ich schon mal gemacht. Das heißt, ich bin da ein bisschen auf Nummer sicher gegangen. Die sind jetzt ja auch schon ziemlich ausgearbeitet, die Hintergründe. Das heißt, wenn ich dann Text drauf mache, noch ein Hauptmotiv, ja gut, meinen Rahmen mache, da brauche ich gar nicht so viel jetzt noch am Hintergrund zu arbeiten. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich wäre bei einer Schicht geblieben,
Sonst schreibt mir mal, ob ihr mich gut über den Föhn hören könnt oder wie laut der Föhn ist. Das wäre ganz lieb. So, und wenn ich jetzt bei der ersten Stufe stehen geblieben. Ah, super. Danke, Hannelore und Gesu. Dann bin ich beruhigt, dann kann ich währenddessen noch ein bisschen erzählen. Das heißt, wenn ich bei der ersten Schicht gewesen wäre, kommt ja mal drauf an, was ihr haben wollt. Dann hätte ich da noch ein bisschen gestempelt, dies gemacht. Das hier ist für mich schon ein fertiger Hintergrund. Das hier auch. Also man kann, finde ich, das Haunted ganz gut jetzt lesen. Ghost, weiß ich, dass es das heißt. Bats, das untere nicht so. Man kann natürlich auch sagen, ich will jetzt nur das Spooky jetzt hier haben. Und dann setze ich nur das Spooky hier, dass das halt maskiert wird. So, und wenn ich merke, da sind noch solche größeren Flocken, die nehme ich dann mal weg. Das lasse ich dann nachher aber noch mal so ein bisschen richtig durchtrocknen. Aber ich finde, erst nach dem Trocknen sieht man auch richtig, was hier, also wie die Farbe sich verändert hat. Weil diese Wasserfarben, die verändern sich ja halt, ja, beim Trocknen. Den hier, der hätte ich gedacht, das ist ein Ruckkrepierer. Und da gefällt mir total gut diese Kombi mit diesem bisschen, naja, es ist ja eigentlich ein kräftiges, aber frostiges Orange mit dem Grün, das gefällt mir ganz gut. Und sowas kann ich auch ganz gut gebrauchen. Ich würde ganz gerne dieses Jahr, wenn ich das schaffe, wieder bei der iCard Challenge mitmachen. Da muss man jeden Tag eine Karte machen. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich schaffe. Jeden Tag das Thema, ist ja mal jeden Tag ein Thema vorgegeben. Man muss sich aber, kann auch ohne Thema machen. Und da ist es halt nett, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ach, ich habe hier einen fertigen Hintergrund und mache halt nur vorne noch was. Und was ich meinte mit dem Trocknen, solche, also tatsächlich ist das, finde ich, den hier voll interessant. Wassertropfen, wenn ihr sowas drauf habt, das trocknet unterschiedlich, ob ich das föhne oder irgendwie per Luft trocknen lasse. Ne, das ist von Tim Holtz, der flüsterleise Föhn. Ich höre den schon, aber ich wusste jetzt nicht, Versuch und Irrtum, ich wusste jetzt nicht, wie weit ihr den hört. So, dann hole ich nochmal hier die anderen fünf. Ach, jetzt habe ich wieder an Farbe gekratzt. Na, das habe ich halt auch gemerkt, wenn ich jetzt mit, also ich merke ja, jetzt muss ich mal gucken, kann ich noch farblich korrigieren? Ja, dass das nicht ganz so dunkel hier aussieht, da trickse ich mal ein bisschen. Also ich habe das gemerkt bei den, also ich glaube, mir tut das auch ganz gut. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, auch einfach zu lernen, die Kontrolle mal ein bisschen abzugeben. Einfach zu gucken, was passiert hier, wo läuft die Farbe hin, was entsteht da. Ich mich dann später entscheiden kann, hier das Lila mit dem Orange ist jetzt keine Kombi, die ich persönlich so schick finde.
So. Na, ich glaube, das seht ihr nicht, dass hier jetzt die Vaseline schmilzt. Aber das hier wäre ein Hintergrund. Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, da kann ich noch ein bisschen was draufstempeln. Da könnte ich mir gut vorstellen, irgend so eine Meerjungfrau oder so drauf. Wie gesagt, das würde ich jetzt normalerweise, aber ich finde, ich will jetzt nicht eine halbe Stunde, dass ihr der Farbe beim Trocknen zuguckt, würde ich das einfach Luft trocknen lassen und würde dann nachher im Anschluss einfach ganz entspannt einmal mit dem Föhn rübergehen. Oh, das ist schon richtig heiß geworden. Und nur die Vaseline wegschmelzen. Ja, und die tue ich dann jetzt einfach in die Schublade mit den Hintergründen. Ah, jetzt sehe ich, wo mein Mann die Gelicrins hingelegt hat. Und ich glaube, stimmt, für die Glitzerfreunde unter euch, natürlich könnte man hier auch von Action diese Glitzerfarbe auflösen und das damit machen. Wenn man auf sowas halt abfährt. Na, ich mache halt schon, ich finde Tauschgeschichten oder so Termine ganz gut, weil da muss ich mich ransetzen. Aber ich versuche mir auch nicht zu viel aufzuhalsen. Ich auch bei den Swap-Geschichten. Also ich versuche, glaube ich, seit Montag zwei Cats und Apple Tree ATCs Ideen endlich fertig zu machen. Ich bin aber im Moment so ein bisschen hohes Schmerzlevel unkonzentriert. Und das nervt mich dann schon wieder. Aber dadurch, dass ich halt auch selber die Swaps mache, habe ich ja den Vorteil, ich kann das halt selber so ein bisschen kontrollieren. Und ich liebe das ja. Auch mit anderen Leuten einfach zu tauschen. Weil es ist wirklich ein anderer Schnack, ob ihr irgendwo was seht. Oder ob man das halt, ich bin ja auch ein haptischer Mensch, so ein Typ. Mir ist das auch wichtig, wie fühlt sich das Papier ein. Deswegen, ich mag lieber so mattes Papier, nicht so Glanzpapier und so weiter. Und ich denke, da hat auch jeder seine Präferenzen, womit er halt gerne arbeitet. So, jetzt habe ich hier noch einen. Dann haben wir es auch gleich geschafft. Und ich liebe das aber auch wirklich, frei zu arbeiten. Ich habe jetzt für dieses Video, da habe ich gemerkt, da wollte ich mich wieder drücken, weil ich dachte, ich wusste nicht, klappt das mit den flüsterleisen Föhn. Ich muss das zwischendurch trocknen lassen.
So, dann haben wir das auch gleich. Über den Daumen nach oben, ich sage da schon mal, würde ich mich freuen. So, ich zeige euch, ich hole jetzt noch mal das mit der Glitzerfarbe. Das möchte ich euch gerne noch zeigen, wie das getrocknet aussieht. So, das müsste, also was bei mir ist, welche Bereiche ich total, ich mag gerne diesen Bereich, dieses richtige Rot mit dem Blau finde ich schön, mit dem Grün. Ich finde auch mal Orange und Grün geht gut zusammen. Das war jetzt experimentell. Kann ich mir aber auch gut so für eine Halloween-Karte so vorstellen. Also ich finde, die sind jetzt alle so geworden. Also die hier sind mehr meine Komfortzone, wo ich wirklich sage, da fühle ich mich sicherer mit. Da weiß ich halt auch gleich, was ich machen kann. Und die sind halt so, dass ich mir vorstellen kann, hier noch so ein kleiner Textstempel, vielleicht je nachdem, was draufkommt oder dort. So, dann hole ich jetzt nochmal, bevor ich jetzt dann gleich das Live-Video beende, nochmal den Print. Habe ich das hier runtergeworfen und zwar hier. Ich glaube trocken, ich weiß nicht, ob ihr seht, wie das hier glitzert. Hier zum Beispiel sehe ich so ein, seht ihr das? Hier so ein Monster, was dem das Maul aufreißt und das versucht hier alles so reinzuziehen. Das ist hier so eher so ein Drachenkopf. Und das könnte man natürlich noch, und das könnte man natürlich auch ausprobieren. Vielleicht so als Idee, wenn man jetzt sagt, man ist so von der Glitzerfraktion, dass man halt so schwarzes Papier nimmt, die Vaseline und damit halt rumspielt. Also es gibt immer ja wirklich 1000 Möglichkeiten, was man machen kann. Nee, ich lasse die jetzt dann noch mal ein bisschen durchtrocknen, bevor ich die dann halt wegpacke. Und ja, also die tägliche, also das hat mich auch selber, dass ich das geschafft habe, die 61 Karten. Aber normalerweise mache ich auch keine täglichen Challenges mehr. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch wenn wir jetzt wieder die 2,5-Stunden-Marke, zumindest unter 3 Stunden. Das war also die Resist-Technik. So, das heißt, ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, jetzt, außerdem müsst ihr mich dran erinnern, auf meinen Notizzetteln nichts für die nächsten Videos stehen. Mal gucken, vielleicht koloriere ich was. Mal sehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann. Bis bald. Tschüss.